Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7 und ja, immer noch mit Cid unterwegs. Geht es nun endlich zum Reaktor und man sieht schon, Shinra-Truppen stehen hier rum. Ihr seid... Ja, das ist richtig. Wir sind voll eure Feinde, Jungs. Aber ich glaube auch nicht, dass ihr uns irgendwie groß... was anhaben könnt. Ja, komm, einfach mal. Hey! Nicht einschlafen lassen, die Jungs. Schon besser. Und einfach mal wieder alle aufwecken. Ach, sag ich doch, da passiert doch nichts. Bis darauf, dass jetzt alles hier schneller geht. Hey. Das gibt's ja wohl nicht. Ich kann doch hier nicht einfach... Ja, jetzt schläft auch noch Red ein. Aha, doch nicht. Glück gehabt. Super. Wachen haben wir terminiert. Ein paar Erfahrungspunkte gibt's als kleines Dankeschön auch noch. So, super. Ich glaube, im Moment sind wir sicher. Oh nein! Mist! Okay, schnell drauf, da würde ich sagen. Los, die fahren tatsächlich mit dem Zug ab mit der großen Materie. Nein, ihr verdammten Idioten. Oh, ihr seid doch uns zuvorgekommen. Ja, quasi. Hey, kennt ihr mich nicht? Ich bin Cid, kapiert, verdammt nochmal. Und jetzt lasst mich machen. Genau. Wo ein Zug ist, gibt es nämlich auch noch einen anderen. Hey, 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 hey. So, dann lass mal hoffen, dass wir das jetzt hier richtig schön auf die Reihe bekommen. So, wie steuert man das nur? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie? Keine Ahnung, ich schaff das. Zwei Hebel, einer links, einer rechts. Man muss nur die beiden Hebel abwechselnd hoch und runter drücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert es etwa 10 Minuten. Haltet euch fest, es geht los. Linker Hebel, Pfeiltaste nach oben, rechter Hebel, Menü. Ah, wie schön die das gemacht haben. So, probieren wir es einfach mal. Na komm schon. Ah, okay, wir springen ab. Hopp. Hopp. Und ab geht's. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite endlich angekommen. Na, und jetzt gibt's erstmal pro Zug hier einen Kampf, glaube ich. Das ist aber gar kein Problem. Wir müssen nur darauf achten, dass wir schnell sind. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Die Frage ist natürlich auch nur, wie viel... Oh, Kugelhagel. Limit ist zumindest schon mal ziemlich gut. Ah, das könnten wir... Das ist voll die Idee. Und zwar... So, einmal ganz kurz ins Menü rein. Zauber. Einmal Red. Zauber. Heilung. Kling, kling. Jetzt nochmal Objekte, und zwar Hyper auf alle und ab geht's. Weil das sind jetzt richtig gut. Da kommen wir was wolle.
Genau das. So, Limit Megasprung auf ihn hier. Ah, genau. Wir verwenden das erste Mal Sids erstes Limit. So, viel dürften wir eigentlich nicht mehr haben. Sag ich doch. Bam. Sehr gut. So, einmal kurz. Nee, Objekt, Heiltrank. Oh. Ach nee, Objekt, Hyper. Ja, dagegen kann man nichts machen. Jetzt ist er erstmal pro Waggon. Ist jetzt definitiv ein Kampf. Kleiner Moment. Sehr gut. Beschwörung. Ah, herrlich. Nee, so fangen wir das gar nicht an am besten. Na. Ah. Hätte ich das eher gewusst jetzt hier. Zauber. Passt einfach mal auf alle. Megasprung. Und einmal Meteorschauer noch hinterher. Na komm. Super, ich wollte gerade fragen, wann dieser Kampf hier zu Ende ist. Ich bin ein bisschen angespannt, deswegen rede ich gerade nicht so viel. Alter, 10.000 Erfahrungspunkte für einen so einen Kampf. Nicht schlecht. Objekt Heiltrank. So, weiter geht's. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Beschwörung, Shiva, Odin. Odin, das ist super. Beschwörung, Schokomok. Mehr hat er nicht. Na ja, komm. Ich glaube, das war auch gar nicht so gut, dass ich hier jetzt gerade eben so einen Zauber genutzt habe. Oder besser gesagt, so eine Beschwörung. Auf jeden Fall muss man diese Materia sammeln. Einfach auch, weil Nummer sicher. Komm. Perfekt. So, und nochmal ein Limit. Von Barrett. So, das sollte eigentlich gereicht haben. Nein? Frechheit. Genau, schnell alle mal heilen. Und einfach mal drauf feuern hier. Na komm schon. Irgendwie muss das doch hier klappen mit denen. Ja, super. 4 Minuten haben wir noch. Das ist herrlich. Hitze-Level up. Einen X-Trank gibt es noch dazu. So. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Ah, perfekt. Genau da. Hey, was? Wer ihr da? Okay, gebt die große Materie raus. Verdammt, niemals. Bam. So, was haben wir jetzt? Ah, nur ein stinknormaler komischer Typi. Das ist super. Oh ja, nee, ist klar. Barrett vergeigt sie natürlich wieder. Voll daneben. Ja, ich sag doch, der hält nichts aus. Alles ist gut gelaufen. Eine S-Mine bekommen.
So, und jetzt? Recht mutig, mir zu folgen. Das vergesse ich dir nicht. Dafür ist jetzt keine Zeit. Fahren tut er ja jetzt, aber wie halten wir an? Ich weiß, cool bleiben. Wenn wir so weitermachen, rasen wir in Nord Coral rein. Mal sehen, wenn wir die Hebel abwechselnd benutzen, um zu beschleunigen, dann müssen wir bremsen, wenn wir ihn gleichzeitig nach oben oder unten drücken. Achso, Hey, das funktioniert nicht. Wir werden schneller. Arg, andersrum? Rechter Hebel. Menü und Abbruch. Hey. Arg. Ja, dann... Verdammt! Was war das jetzt? Oh nein. Glück gehabt, würde ich sagen. Schlüsselobjekt große Materie. Sehr gut. Guck mich nicht so an, als ob ich... Ihr seid sehr mutig, ich bin beeindruckt. Ja, ich auch. Ihr seid schon Typen. Ja, bedankt euch mal an... Oh, was kommt denn jetzt? Habt ihr nicht den Zug von Shinra gestoppt? Sie wollen uns wieder töten. Auch voller Gerümpel ist das die einzige Heimat, die wir haben, Barret. Na, natürlich. Wir werden alle in den Kohlenbergwerken geboren und aufgezogen. Egal wie hart es wird, unsere Herzen glühen feuerrot wie Kohle. Zur Hölle mit dem Meteor. Wir sind Bergleute, oder nicht? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor Meteor. Das ist es. Hey du, wie wär's mit irgendwas, Junge, die gegen Shinra kämpfen? Lesen ist gerade eben irgendwie so bla. Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein toller Stein? Ultima! Das muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein, die du da Namen am Götzenkörper. Ich habe schon mit dem Kneipenwirt gesprochen. Heute könnt ihr kostenlos dort bleiben. Jeha! Wir haben Ultima. Ultima ist eine coole Attacke. Die werde ich auch gleich ausrüsten, damit ihr auch immer schön mitlevelt. So. Ausrüsten. Ach nee, ich immer mit ausrüsten. Materia, das ist nicht cool. Hat er hier noch einen freien Platz? Er hat auch keinen freien Platz mehr. Vielleicht hat er hier irgendwas, was man... Feintechnik, fuck off. Nee, das kommt nicht so cool. Zauber plus Hitze. Geben wir ihm doch mal Ultima und Hitze hat er doch schon, oder? Ja, toll. Egal. Passt schon. Damit haben wir hier endlich abgeschlossen. Und wir können weiter. Weiter. Aber wir müssen schleichen. Wir müssen schleichen. Nicht. So, einmal kurz einmal abgespeichert, weil das war doch schon ziemlich gut, wie das hier gelaufen ist. So, damit haben wir die erste Materie. Und jetzt geht's nach Fort Condor. Damit müssen wir da lang. Und bin ich da gerade. Ach so, nee, hier war der Tempel des alten Volkes. Vor. Kleinen Moment mal. Da ist Junon. Ach so, noch ein Stückchen weiter. Da ist Fort Condor. So, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir nicht jetzt. Sondern das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Na? Ich will hier noch landen. Ah, man kann wirklich nur auf grün landen. So, also bis denn.